wie man Earthing-Produkte wie zum Beispiel Schuhe, aber auch Erdungsprodukte für daheim ganz einfach und unglaublich günstig draußen in der Natur und ohne Stromkabel testen kann, das erfährst du in diesem Video. Hallo, hier ist Vladi vom Earthing-Zentrum. Man braucht für den normalen Multimeter-Test leider eine Steckdose oder Stromkabel, weil es muss ein elektrisches Feld erzeugt werden und dadurch wird eine Körperspannung generiert und damit kann man überhaupt erst die Bedingungen schaffen, um die Messung durchzuführen. Da muss man stattdessen auf Ohm schalten. Die Platzierung der Elektroden, also der schwarzen und der roten, die ist immer noch identisch zum normalen Multimeter-Test. Also die schwarze Elektrode kommt in die COM-Buchse und die rote Elektrode in die mit einem V, also Voltzeichen darüber und Omega, das auch hier beim Messbereich ebenfalls gekennzeichnet. Man kann es auch umdrehen, bei diesem Test ist das nicht relevant. Aber trotzdem, es dürfen nur diese beiden Buchsen belegt sein. Und zuerst muss man aber den Messbereich einstellen und am besten legt man ihn zuerst auf den allerhöchsten Messbereich, also meistens 200 Megaohm. Jetzt, wo die Elektroden richtig platziert sind, schaltet man das Multimeter ein und eine Elektrode ist wirklich egal welche, man kann eine beliebige nehmen, das steckt man in den Boden und die andere die klemmt man zwischen seine Finger und dann wird ein Wert angezeigt. Und das ist der elektrische Widerstand und die Einheit ist Ohm, also mit dem Zeichen Omega, der Kehrwert der Leitfähigkeit. Also je höher der Widerstand, umso geringer ist die Leitfähigkeit. Also dieser Wert sollte so gering wie möglich sein und umso besser bin ich geerdet. Die wichtigsten Parameter, also Bedingungen für einen erfolgreichen Test sind vor allem die Feuchtigkeit zwischen den beiden Kontaktstellen. Also wenn ich hier zum Beispiel drücke, dann wird auf jeden Fall ein Wert angezeigt. Nicht, weil meine Hose, sie ist zwar aus Baumwolle, aber relativ dick und deswegen auch nicht allzu leitfähig, vor allem weil sie nicht feucht ist. Wenn sie durchgeschützt wäre, wäre das nochmal was anderes. Und hier, das Moos einfach entfernt und ist auch trocken, es leitet einfach nicht. Aber hier, das ist auf jeden Fall noch relativ feuchter Boden, aber auch nicht allzu feucht. Deswegen darf auch die schwarze Elektrode nicht zu weit vom Messpunkt entfernt sein, mit dem man dann zum Beispiel Kontakt herstellt. Es ist sehr wichtig, dass die Elektrode möglichst feucht ist, die im Boden steckt. Da kann man auch Wasser drüber gießen, im Sommer ist es wahrscheinlich sogar notwendig. Am besten sollte man also wirklich seine Erdungsprodukte direkt testen. Also quasi die Stelle, welche Kontakt mit dem Erdboden herstellen würde, an der einen Seite, und an der anderen Seite die Stelle, wo man mit seiner Haut Kontakt herstellen würde. Wenn man zum Beispiel Earthing-Produkte aus Metall hat oder aus Kohlenstoff, wie zum Beispiel die schwarze Earthing-Matte, da kann man den Messbereich wirklich verringern. Dann kann man auch wirklich evaluieren, wie gut, wie qualitativ die Erdung ist zwischen zwei Händen und 140 Kiloohm. Meistens ist in allen Earthing-Produkten ein 100 Kiloohm Widerstand installiert. Das heißt, man muss den Messbereich auf mindestens 200 Kiloohm oder größer oder wenigstens 100 Kiloohm einstellen, damit man überhaupt einen Wert angezeigt bekommt. Bei heimischen Erdungsprodukten verbindet man einfach eine Elektrode mit dem Anschluss, zum Beispiel die Krokodilklemme oder den Steckdosenadapter, und das andere Ende mit der Stelle, mit der man mit der Haut Kontakt herstellen würde zum Erdungsprodukt. Eine weitere wichtige Bedingung ist der Druck. Wenn ich zum Beispiel jetzt nicht zu fest drücke, ist der elektrische Widerstand hoch, also die Leitfähigkeit nicht so hoch. Ich drücke fester und sie wird viel geringer. Also wenn man seine Erdungsprodukte testet, vor allem wenn man dann eine Elektrode in den Boden steckt, dann sollte man auch, wenn man mit dem Earthing-Schuh hingeht, auch wirklich das ganze Gewicht einfach auf die Ferse konzentrieren beim Test. Und mit diesem unglaublichen Test kannst du wirklich alles rausfinden. Also man kann immer herausfinden, wie gut etwas leitet. Und das ist dann sozusagen die Weisheitskugel für Earthing, könnte man sagen. Und natürlich sehr objektiv. Und damit kann man wirklich bestimmen, wie alles erdet. Wenn dir das Video gefallen hat, dann lass den Daumen nach oben gehen und abonniere und klicke vor allem auf die Glocke, weil dann kannst du das meiste aus deiner Earthing- und gesundheitlichen Erfahrung ziehen. Und damit wünsche ich dir noch einen perfekten Tag.